Okay, da werden wir uns noch um Fräulein Sissy ihre Bestellung kümmern, aber Mist, ich kann mir das nicht merken. Ey, hier, da, Skelett und so. Vollen Arschgang. Oh. Hallo. Ins Licht. Du hättest ruhig mal Geld da lassen können. Ich bin jetzt mal so frei und mops mir so ein Buch. Uah. Buch darf ich dann nicht, nur nicht vergessen, wieder reinzulegen. Oder ich behalte es, mal gucken. Okay, das sind... So, da gucken wir jetzt noch mal. Fichtenfalltüren. Wir brauchen erst einmal eine Werkbank. So. Was stand drin? Wie viele Fichtenfalltüren? 8 Stück. Das krieg ich mal hin. Acht. Das Hammer. 20 Eisen hier. Dingstreppen. Warum nur 20? 8, 16, 24. 20 und 9 Eichenbretter. Hammer. 9 Bretter und 20 davon. Dann wollte sie haben 11 Fichtenstufen. Wir haben alles für das Fräulein. Ach, dies lassen wir jetzt hier stehen. Ich würde sagen, wir rennen mal ganz schnell zurück. Hallo. Hi. Haben Sie gerade zufällig irgendwo Platz? Okay. Wenn Sie das, ich werfe Ihnen das jetzt mal zu. Zählen Sie es bitte nochmal nach, während Sie es in die Kiste legen. Okay. So. Das, das. Lecker. Autsch, autsch, autsch. Ich geh ins Licht. Autsch. Ich geh ins Licht.
Das Dumme ist, jetzt habe ich das wieder eingesammelt. Wir machen das so, ich werf ihnen einfach alles zu, was ich jetzt hier hab. Und das, was über ist, können sie behalten, wegschmeißen. Ich hab Okay. da ein bisschen, es kam immer ein bisschen zu viel raus beim Anfertigen. Okay. Wir sorgen. Hier, wo der da drin liegt. Da kannst du reinlaufen. Da. Ich glaube, der sieht nichts. Der hat den Hintern von der Ziege im Gesicht. Sieht so aus. Hallo. Ja, es schmiert dauernd ab, Entschuldigung. Müssen Sie weniger essen? Ja, es liegt an meiner Dickheit. Ich komm nicht her. Das Signal ist für mich zu hoch. Okay. Wollen Sie nicht zurückhaben? Den Rest? Nee. Okay, dann. Das war definitiv genug. Okay. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zu mir, gucke nach den Preisen, die ich bei mir dort habe, und dann werden wir uns einig. Ja, Hi. ja. Kann ich dich duzen? Ja. Okay, weil ich sieht sie irgendwie automatisch immer jeden. Das ist irgendwie Das immer voll komisch. mache ich auch. Für was bist du eigentlich zuständig? Für die Sicherheit, ja, Sicherheit, Stadtwache, und nebenbei tue ich Holz fällen und Holz verarbeiten. Du hast hier gerade so wunderbare Eisenrüstung oder so. Hast du auch so ein Eisenschwert oder sowas? Ja, hier. Die Frage wäre jetzt nämlich, ich war vorhin bei so einer Art fliegenden Insel, bei so einer Schleiminsel. Da kam ein Schleim drunter geflogen und ich habe das Sch Schleim mitgenommen. Kann ich mir da Schuhe selber machen oder? Ich würde sagen, lassen Sie das mal den Herrn Ramon machen. Okay. Weil ich muss auch wieder zu ihm. Ich habe mittlerweile auch keine Schuhe mehr. Und ja, ich weiß allerdings nicht, wann er aufwacht. Er wollte eigentlich sich nur kurz hinlegen. Okay. Möchte mal hoffen, dass er heute nochmal die Augen aufmacht. Ja, hoffe ich auch. Also, er sollte ja schon nichts aufmachen. Ja. Weil ich habe weder Schwert. Ich greife zur Zeit mit dem Kürbis an. Steinschwerter können Sie aber bei der Mine vorne kaufen. Ja, aber 4 Coins für ein Schwert. Und wie viel kostet da so ein halber Stack Bruchstein, Cobblestone? Keine Ahnung. Ich brauche eigentlich kaum noch Stein. Ja, ich würde halt auch langsam gerne upgraden, aber es ist nicht möglich, weil ich ihn nie sehe. Ja, da müssen wir uns sowieso mal was einfallen lassen, weil derzeit der hat die ganzen Metallsachen, also Eisen und sowas, halt erst einmal nur für die Stadtwache zur Verfügung steht, also Schwerter und Rüstung, weil sich ja mittlerweile durch die ganzen Hunter kaum noch Monster hier reintrauen, außer bei Fräulein Sissi, weil hier das ganze Essen ist. Gucken, guck her. Da waren so viele Monster, die haben einfach die Kuh da abgenagt. Die Kuh steht da einfach. Die ist leicht dünn. Hier, die arme Kuh. Oder die hat einfach kein Wasser mehr bekommen. Ja, das kann auch sein. Oder sie ist einfach eine schlechte Tierhalterin. Was sagst du Ich zu hab deiner die Verteidigung? das so draußen gefunden, dachte mir, hey, ich nehm's mal mit. Du hast es so gefunden. Ja! Okay. Da saß ein Skelett drauf. Das habe ich dann getötet und. Ja. Aha. Ja. Man. Man sieht da drauf. Ja, kann man. Ich glaube, ich habe die Knochen im Arsch. Wir können aber mal mit dem Herrn Ramon reden, dass er vielleicht aus dem ganzen Metall, was er hat, ein paar Schwerter herstellen kann, die für die Bewohner gedacht sind.
Ja, weil ich habe gesehen, vorne kann man sich Eisen kaufen, aber uns bringt es halt nichts, wir können uns halt kein Eisen kaufen. Naja, der Techniker schon, der kann das ja auch gut verarbeiten. Also er kann auch das zu... Naja, für seine ganzen Maschinen halt. Ja, genau. Gut, ich gehe kurz jetzt zu mir, den Preis ausrechnen für alles und ich bin gleich wieder da. Ach, und okay. Könnten Sie das hier vielleicht gebrauchen? Was ist... Oh ja, unbedingt. Okay, die sind geschenkt. Ja. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Entsetzlich. Gib dir das nicht. Beide, bitte. Bei Tieren funktioniert es leider nicht. Wir brauchen nun... Hä, nicht? Oder? Ja. Was für ein Scheiß. In meiner Welt, wo ich hergekommen bin, hat das funktioniert. Oh. Ei. Was verlangt das? Das macht dann 27 Iron Coins. Oha. Komm, für die junge Dame doch einen besseren Preis ausschlagen, hier verhandeln mal. Ich bin schon um einiges runtergegangen. Ich habe nicht das volle Material berechnet. Aha. Das aha. War mir ein bisschen zu viel Kopfrechnen dann. Oh, dankeschön. Bei den 150 grob überschlagen. Einfach mal 1000 Coins geben, das passt dann schon. Nein, hab ich nicht. Nicht? Ich hab zwar viel, aber so viel dann doch nicht. Okay. Dann musst du hier ein bisschen Geld geben. Guck mal, wenn sie bald kein Geld bekommt, dann ist sie genauso abgemagert wie die Kuh da hinten. Ich hab eine blaue... Du kannst mir auch ein bisschen Geld geben. Ich hab eine blaue Perle, die kann ich ihr geben. Ja, gib mir die blaue die Perle. Die hab ich leider auch. Darf man sich eigentlich in diesem komischen Haus da hinten, ist da halt so eine versteckte Tür gewesen? Das mit der eigentlich. Das gehört Nick oder Lloyd, dem Schreiner. Ah, okay. Yep. Also ein Privatgelände. Ja, am besten nicht reingehen. Ich weiß nicht, wie er reagiert, ob er dann jemanden ein Schwert in den Kopf stößt. Okay, wenn Sie ansonsten noch irgendwas brauchen, einfach ein Schild hinstellen, wenn ich nicht da bin. Und ich muss mal irgendjemanden finden, der für mich die Gewässer durchsucht, damit wir so eine schwarze Farbe für solche Bücher kriegen. Okay. Damit wir dann auch mal was zum Schreiben haben. Also muss man das nicht mehr auf Schilder machen. Genau. Also meine lieben Wähler und Wählerinnen, ich habe mich zum Stadtrat, lasse ich mich aufstellen. Ich hoffe auf eure Stimme und ich gebe euch dafür, pass auf! Kartoffeln kann ich selber anpflanzen. Nein, kannst du nicht, denn es sind Kartoffeln. Kartoffeln sind einzigartig. Siehst du nicht diese sexy Rundung bei der Kartoffel? Da würde ich eher das Knochengestell nehmen. Darf ich ihn bitte einen Schlag auf den Hinterkopf geben? Beziehungsweise wählen anstatt sie. Ey, diese... Hast du mich gerade geschubst? Hä? Willst du was von mir? Hä? Hast du mich gerade geschubst? Diese Kühe wäre immer unfreundlicher. aber wirklich, guck sie dir an. Nö, ich hab was Besseres, Einzigartiges. Ich kann das so nicht platzieren, weil ich Sand brauche. Wirf mal her. Nö, dann ist es weg. Ach so, was? Also ich hab was noch was Besseres. Oh, jetzt. Davon hab ich auch schon einige. Gibt's hier irgendwo Sand? 2 cm hier drüben. Das ist einzigartig. Ich bin eigentlich verarschen. Ich bin 2 Nächte durchgelaufen, um so eine scheiß Fliege zu finden. Und dann schickt die einfach eine diesen dummen Teich drin. Also die Ziegen gibt's überall. Ich habe schon ganz viele davon gesehen. Ach was. Ich nicht.
Ich bin da einmal aus dem Raum gelaufen. Irgendwann dann zum Glück wieder hergekommen. Ich hatte gehofft, dass man diese Teleportsteine, die da auch bei uns einer steht, benutzen kann. Aber nein, man kann es natürlich nicht, wenn man sie auf dem Kopf hat. Max ist herumzuspringen, oder? Ich liebe es. Geben Sie ihm irgendeine Aufgabe. Ja, bitte. Lassen Sie ihn Essen kochen, die Kühe melken oder sowas. Ich kann deine Truhen entmisten und mal richtig sortieren. Nein, danke, dann fühle ich nichts wieder. Kommt schon nichts weg. Ihr zwei einigt euch schon. Ich werde mich wieder hinlegen gehen. Ja, oh, danke. So, und der Herr Olaf will sich aufstellen zum Stadtrat. Den wähle ich aber nicht. Guten Abend, Herr Ramon, hier ist Öl weiter zu nutzen, was für Sie bedeutet, dass Sie viel Geld machen können mit dem Ofen. Öl? Öl? Wo hat er Öl? Oh. Cool. Der soll mir auch sowas herstellen. Apropos, wenn wir gerade davon sind, dabei sind. Ich brauche noch was von dem Herrn Darko. Ich weiß immer noch nicht, was das wird. Oh, cool. Wie teuer ist das? Erstmal das da. Hab ich das jetzt? Ja. Ey, ganz ehrlich. Da muss jetzt mal was passieren. Das ist ja nervtötend. So, das da. Das ist jetzt gemein, die liegen drinne. Ich gehöre zur Stadtwache, ich darf das. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 12. Da hole ich mir noch so ein. Ja. Oh, ich muss das Buch hier noch reintun. So.